Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter, wo wir gerade ein bisschen ausbauen, könnte man so sagen. Zumindest ein ganz kleines bisschen. Wir sortieren ein bisschen nur die Sachen. Siehst du, die Summe habe ich gar nicht rausgeholt oder übersehen. Eisen. So, jetzt ist die Ecke da wieder frei und jetzt könnten wir eigentlich bauen. So, wir haben hier noch einen Bildschirm stehen. Der müsste da unter. So, dafür brauchen wir gleich noch die Antenne. Dann brauchen wir die beiden Bildschirme. Also zweimal Eisen, zweimal Silizium, einmal Magnesium. Zweimal Eisen. Einmal Magnesium. Einmal Magnesium und zweimal Silizium. Ich glaube, das dauert einen Augenblick, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass es denn jetzt alle Kisten ist. Ich glaube, das kommt nach und nach alles. So. Und den hier. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Also, trinken. Bisschen essen, ein bisschen trinken. Super. Läuft. Was wollen wir denn jetzt bauen? Erstmal Kaffee. Mein Schatz hat mich mit Kaffee versorgt. Sehr, sehr schön. Leuchtfeuer. Ja gut, Leuchtfeuer brauchen wir jetzt noch nicht wirklich. Aber die brauchen wir nachher auch nicht mehr wirklich. Vielleicht ein bisschen schick machen kann, aber sonst aber auch nicht. Das hier drinnen brauche ich alles nicht. Muss mich nicht hinsetzen. Ich glaube, man kann sich auch nicht hinsetzen. Vielleicht ist es auch mit 9 mit dazugekommen. Das weiß ich jetzt nicht. Wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Kram. Das Eis und sowas, damit wir uns Wasser machen können. Im Moment sind wir ja gerade noch dabei, den blauen Himmel zu erzeugen. Aber dafür brauchen wir mehr Heizung, denke ich wohl mal. Denke ich. Kann aber auch anders sein. Und wir brauchen eindeutig mehr Eisen. Dafür brauchen wir allerdings den Bohrer. Weil irgendwann sind die Vorkommen hier nämlich auch aufgebraucht. Und ab und zu kommt ja auch mal was runter. Kommt wieder ein Sturm oder ist das nur Deko da hinten? Ganz viel Titan auch noch. Damit wir den ganzen Bezirk da ausbauen können. Ich weiß nicht, ob ich mein Lager dieses Mal auf eine Etage mache. Hätte sonst 6x2 gemacht. Ne, stimmt gar nicht. 4x2. Nicht 6x2. Das wäre doch ein bisschen groß. Ich meine, ich kann natürlich auch so groß bauen, wie ich möchte. Ich kann natürlich auch irgendwo da oben bauen. Ich weiß nicht, ob da irgendwo mal Schluss ist. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber bald können wir uns unsere Raketenstation bauen. Hm. Aluminium. Alu. Davon brauchen wir nachher auch noch ganz viel. Ja, ja, ich bin noch auf dem Weg nach Hause. Ich bin dabei. Ui. Das sieht doch schon ein bisschen aufgeräumter aus. Ich finde das bloß ein bisschen scheiße, dass die hier immer nur so in der Mitte sind. Und ich glaube auch nicht, dass man da drin irgendwie was bauen kann. Klar, bis zu einem gewissen Grad geht das wohl. Aber, naja, gut. Lässt sich was rein. So. Also ich wollte gleich nochmal kurz wieder anlassen. So, das ist denn für die oft gerade auf Twitch zugucken, die eine Person, hi. Das ist dann auch heute jetzt von Planet Crafter dann auch die letzte Folge, die wir jetzt gleich aufnehmen. Oder die jetzt gerade am Laufen ist. Und danach machen wir noch ein bisschen Pause, bevor wir dann nachher dann um 18 Uhr wieder da sind. Erstmal ist das so grob der Plan. Muss da noch mal eine kurze Kleinigkeit essen.
wollte eigentlich gleich noch mal kurz schnell duschen. Eigentlich. So, ich wollte gucken, ob ich da was bauen kann. Was ist das? Exoskelett. Titan, Silizium, Magnesium, Aluminium. Okay, Titan. Magnesium. Titan. Warte mal, irgendwas bräuchte ich doch zweimal. Kann ich mir das denn nicht merken? Herr Jesus. Magnesium und Alu fehlt noch. Magnesium und... Das war eine falsche. Alu. So. Denn einmal das Ganze da rausholen, bitte. Warum schmeißt du das denn gleich weg? Das ist doch nicht fest. Hat er denn jetzt die Tasche daraus geholt? Nein. Danke. So. Haben wir irgendwas verloren? Gott sei Dank nicht. Haben wir irgendwas sonst noch neu? T3 haben wir ja. Den haben wir gerade hergestellt und den haben wir auch schon hergestellt. Ah, nice, Käffchen. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich... So, da steht die Energie. Ja. Wir haben leider noch gar keine weiteren Pflanzen gefunden. Da müssen wir uns jetzt erstmal auf den Weg machen. Weil da hinten lag ja... Ne, da hinten lag ohne eine Kiste. Können wir jetzt fliegen? Ne, noch immer nicht. Das dauert so lange. Weil ich auch nicht weiterbaue. Ich schwafel einfach nur vor mich hin, was ich die ganze Zeit mache. Und der Rest bleibt einfach liegen. Hier ist noch eine Menge Titan. Ein bisschen Silizium. Ziemlich windig hier, ne? Oh, die blöde Nase juckt die ganze Zeit, als wenn da ein Tier drin wäre. Das ist voll eklig. Ich habe immer das Gefühl, dass ich die ganze Zeit niesen muss. So. Da ist die Kiste. Und wir haben. Was soll ich mal liegen, das Eisen? Weiß ich, auch Eisen, sehr viel Eisen sogar, aber ja, mal gucken, wie viel da noch eine Kiste drin ist. Ein bisschen was. Nicht ganz viel, aber ein bisschen was ist es. Wir müssen ja auch ein paar Kisten jetzt suchen, weil wir auch noch Pflanzen brauchen, damit die Teile da auch richtig funktionieren. Ich weiß ja, ob die sowieso funktionieren, aber dann kriegt man da ja nochmal einen Bonus drauf. Schnell Luft. Wollte dahin eigentlich gleich nochmal gucken, ob da noch irgendwo eine Kiste ist. Und aufgetankt. Supi. Da ist gar nicht auch noch irgendwo eine Kiste. Weiß ich nur wo. Wo ist die Kiste? Kiste, 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 Kiste. Die liegt ja auch raufenweise schon drum, ne? Könnten auch Menschen hier auf dem Planeten leben. Alles zu wild. Keine Kiste. Verdammt. Oder ich habe sie gerade nicht gesehen. Verdammt ihn nochmal. Käffchen. Sehr viele Kisten. Mal kurz schnell Luft tanken, dann wieder zurücklatschen. Luft, Luft, Luft. 3, 2, 1, let it go. Sieht aus, als wenn das hier leuchten würde, ne? Ich glaube, das ist der Sand. Also, dass der Sand heller ist, so. Nicht, dass der Sand leuchtet. Ich hab keinen blassen Schimmer, warum er das denn so macht. Warte mal nochmal. So. Es geht voran mit den Eisensammelei.
Was ist das? Aber es ist auch Eisen. Hä? What the fuck? Verschwinde einfach. Sehr schön. Das sind Zaubersteine. Da da da. Wir haben aber leider nichts gefunden. Doch, eine. Mensch. Wachsam Gedeihe. Da gibt es einen Bonus. Ne, dafür gibt es gar keinen Bonus. Aber dafür gab es einen richtig fetten Bonus. 600% Bonus. Yay. Dafür brauchen wir aber ja Superlegierung und Wasser. Ja gut, Wasser können wir aus Eis herstellen. Also das ist nicht gerade... Ich finde heute die Wörter nicht. Das ist nicht so das Schwierigste da dran. Da haben wir nur... Okay. Ja, Superlegierung müssen wir machen. Auf jeden Fall. Essen-Tränke brauchen wir so. Das, das, das. Und dann machen wir mal kurz das Eisen nochmal. Eisen, 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 Eisen. Ganz viel Eisen. So. Alu ist hier hinten. Silizium ist hier auch. Kobalt ist vorne. Hätte ich auch gleich abgeben können. Aber egal. Doch das. Nichts Neues mit dazu gekommen. Sehr schön. Oder nicht schön. Ich bin mir nicht sicher. Wie viel Iridium hatten wir eigentlich? Ah ne, da ist das ja gar nicht mehr. Okay, blauer Himmel. Sind wir schon bei 47%. Da. Und fruchtbar. Okay. Klar. Warum nicht? Im Moment läuft es ja auch ziemlich gut. Außer der Sauerstoffgehalt, da müssen wir dann nochmal gucken. Ich glaube, die sind die einzigen, die hier Sauerstoff wirklich machen. Aber 1,2, das ist aber auch nicht, ne? Das ist nicht wirklich viel. Sauerstoff, Luftdruck. Ja gut, Luftdruck läuft ja so oder so erstmal. Aber das andere... Oh, der Knopf schon wieder. Ich lerne das auch heute nicht mehr. Zumindest heute nicht. Irgendwann habe ich mich da wieder reingefummelt. Wir können auch Bogengutachten, wenn wir das unten oder oben reinmachen. Je nachdem, wie wir das haben wollen. Keine Gruppe. Achso, ich wollte noch eine Dings bauen, ne? Silizium, Titan, Eisen, Aluminium. Eisen. Magnesium. Alu. Und Silizium. Stellen wir jetzt einfach mal vorne davor, dann sollte das ja eigentlich gut sein. Da können wir ja vielleicht ein bisschen was empfangen. Hallo? 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 Eine Antenne. Yay. Dies ist eine automatisierte Nachricht. Sträfling GB8971L. Du hast beschlossen, deine Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn du möchtest, dass alle gegen dich aufstehenden Anklagen fallen gelassen werden, musst du diesen Planet vollständig terraformieren. Terraformieren, so. Unsere Sensoren scannen regelmäßig deinen Fortschritt und senden dir deine erforderlichen Baupläne. Versuche auf keinen Fall, Sentinelkorb zu kontaktieren. Wenn du unsere Sensoren keine Fortschritte bei Terraformen feststellen, wirst du als vermisst betrachtet und die Anklage werden nicht fallen gelassen. Du kannst dein... Du kannst kein Eigentum oder irgendetwas vom Wert auf diesem Planeten für dich beanspruchen. Du darfst nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraform-Index zu erhöhen. Du kannst diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraform abgeschlossen ist. Jahr 3058. Holla die Weibfee. Das ist weit in der Zukunft, würde ich sagen. Sehr weit. Okay. Ist drin so gelb. Ein bisschen gelb.
Nö, das wollte ich gar nicht, das wollte ich. Okay, also den kriegen wir jetzt 175. Oh, das dauert noch ein bisschen. Gut, Sauerstoff. Also ihr seht schon, für die, die das Spiel nicht kennen, es gibt da ein bisschen mehr. Und es ist auch noch einiges mit dazugekommen, das letzte Mal erst beim letzten Update. Oh, das war schon. Oh Gott, das Nachbar bin ich erschrocken. Die Tür knallt von Nachbarn. Herr Jesus. Ja. Den wollen wir unbedingt haben. Aber ja. Und den wollen wir auch haben. Der ist auch gut. Aber den hier, 155. Das dauert auch alles noch ein bisschen. Müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Ein bisschen Terraforming machen. Denn kriegen wir das aber alles schon hin. So. Was wollte ich jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Ein bisschen Energie wollten wir machen. Aber dafür brauchen wir das andere Gerät. Und zwar das hier. 175. KTI. Das dauert noch ein bisschen. Also das heißt sammeln und hoffen, dass alles gut wird. Gehen wir mal kurz ein bisschen Iridium nochmal fahren, damit wir noch ein bisschen Heizung machen können. Obwohl, eigentlich könnten wir da mich auch schon mal was davor hinbauen, damit wir das nächste Mal in der nächsten Folge nämlich ein bisschen erforschen können. Ein bisschen Schiffe abklappern. Gucken, was da so alles so drin ist. Aber das wäre besser, wenn wir da einen größeren Rucksack hätten. Dann brauchen wir da nicht immer 10.000 mal rein. Und die Tampen brauchen wir auch. Die Zimmer brauchen wir auch. Wird doch nicht so dunkel, verdammt. Kann ich gleich nichts mehr sehen hier. Eisen. Eisen ist immer gut. Da ist noch mehr Eisen. Boing, boing, boing. Bauen wir das nämlich mal in kurz davor hin. Da ist auch noch Eisen. Oh, da ist noch eine Kiste. So. Ein Wohnabteil. Wieder einmal hier hin. Titan. Da ist noch Eisen. Eisen. Jetzt ist hier überall Eisen, aber kein Titan oder was? Ich glaube, es hackt. Oh. Guck mal, da kommen wir nämlich auch ein bisschen Luft schnappen. Und dann können wir uns mal ein bisschen Kiste holen. Kiste und Aluminium. Alu. Alu brauchen wir nachher ganz viel. Und dann nicht mehr. Yay. Nice. Verschwinden mal kurz in die Richtung. Ich glaube, da gibt es auch noch. Bauplan. Nice. Die Kiste hier unten hatten wir schon. Mal eben kurz gucken, ob hier noch irgendwo eine Kiste ist. Mein, ein bisschen Platz haben wir ja noch. Hüpf, 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 hüpf. Hier ist natürlich keine mehr. Ich weiß, dass da hinten irgendwo noch eine sein musste. Glaube ich zumindest. Das ist ja auch schon ein Weilchen wieder nicht gespielt. Ein paar Wochen ist das schon her. Aber unser Luftvorrat, das reicht nun alles nicht so lange. Ist das denn schon ein bisschen schwieriger? Müssen wir nachher aber auch noch ändern. Dann können wir auch weitere Strecken laufen. Notfalls kann man sich auch noch Reserven mitnehmen. Man genug Kobalt haben wir hier. Man da gerade jetzt noch nicht. Darum ist auch noch ein Schiff, das mit dem wir dann auch natürlich noch angucken, alles raussuchen. So. Da, 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 da. Und ein paar Stromgeneratoren brauchen wir auch noch. Eisen. Kobalt haben wir jetzt noch nicht mitgesammelt, aber ein bisschen Eis. Ein bisschen Magnesium. Iridium haben wir tatsächlich auch. Titan haben wir auch gesammelt. Alu auch. Und Silizium. Und der Rest kommt in Kramkiste und Essenskiste. Oh, neuer Bauer. Bauer, ja. Ich kann heute nicht mehr reden.
Katastrophe. Oh, damit ist die... Also ich wollte gerade sagen, das Ding qualmt jetzt. Jetzt ist es soweit. Für den Verstand. Alleine auf einem Planeten. Ja, gut. Dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.